Zeit für ein Duell. Ja, Moment, und jetzt kommen wir hier auf den Kanal. Das schaut ihr da. Ich bin hier heute wieder in Yu-Gi-Oh! Und zwar werden wir heute die Kampagne spielen. Aber wir werden die Kampagne heute mit meinem Kartendeck einfach mal spielen. Wie gesagt, wir werden die mal durchspielen. Wir werden heute die unbesiegbare Riesenmotte spielen. Das können wir überspringen. Wir werden benutzen natürlich unser Kartendeck und spielen einfach die durch einfach, ich sag mal. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. So wie will Underwood. Was wollen wir nehmen? Komm hier an den Stein. Ah, leider verloren. Schade, schade. Aber gegen Wiebel sollten wir eine Chance haben. Er hat nur seine Riesen... Was hat er da? Eine Motte? Nee. Ach, also ein Krabbeltier, würde ich sagen, ne? Das kriegen wir trotzdem hin. Ja. Wir können hier gleich schon mal richtig was Gutes machen. Er legt eine Karte direkt. Okay, perfekt. Wir könnten das so machen. Komm her. Wir legen einmal auf der Gejagten. Dann legen wir Zeitmaschine. Dann legen wir DNA-Operation. Dann legen wir unseren kinetischen Soldaten. Und jetzt werden wir gleich einen kleinen Trick anwenden. So, sperren wir erstmal schon. Und wenn wir Bibel hier erstmal insane gleich besiegen. So, machen wir, was er macht. 1200, okay. Was können wir hier aktivieren? DNA-Operation, ja, machen wir. Und suchen uns jetzt hier den Krieger raus. So. So, gut. Angreifen kannst nicht. Zack, hast deine Karte verloren. Nein. Okay, holst die Karte neu. Ist kein Problem. So, hat aber erstmal Kampfschaden gekriegt. Greif nochmal an. Okay, mach mal. Nein. Zack, hast du noch 3700. So. Mein Freund. Jetzt sind wir wieder dran, ne? Wir haben noch einen Axträuber. Aber wir könnten 1600. Das hat 2000 Verteidigung. Komm her, wir spielen nochmal schnell die Sprengkugel verdeckt. Einfach greifen mit den kinetischen Soldaten sein Monster an. Zack. Und geben ihnen 2100 Schaden. Nein. Und beenden auch noch. So, hat er noch 1500 Lebenspunkte. Durch die Combo einfach, durch den kinetischen Soldaten und den A-Operation. Ist es gut. So, Sprengkugel. Ist auch gesetzt. Sehr gut. Okay, Verräterschwerter. Ist aber kein Problem. Das sollten wir uns nicht aufhalten. Wir könnten trotzdem... komm, wir spielen den Axträuber im Angriff, würde ich sagen. Und beenden dann zurück. Wir können zwar nicht angreifen, weil ich kriege trotzdem erstmal 1500 Schaden. Durch den Sprengkugel. Zack. Hat noch 50 Lebenspunkte. Er kann sich auch nicht mal verteidigen. Nur durch die verritterten Schwerter. Und dann warten wir die einfach ab hier. Wir können nochmal Verteidigung mit magischen Ritter spielen. Kriegen unsere Marke hier rauf. Haben wir schon mal drei starke Monster. Und beenden uns doch. Wir müssen einfach nur die verräterischen Schwerter einfach abwarten. Dann können wir angreifen. Und? Was macht er jetzt? Noch eine Karte. Okay. Okay. Wir haben noch den Menschfresser. Haben wir noch? Den können wir eigentlich auch mal liegen. Oh, freundliche Wohltat. Komm, spielen wir einfach mal. So. Und nein. Okay. Wir schmeißen mal den hier ab und, ja, den hier ab. Dann können wir doch Ruf der Gejagten benutzen. Und unseren rotaugigen schwarzen Drachen hier. Im Angriff. Zack, wunderbar. Kommen wir nachher. Magische Zylinder. Oh, dann haben wir schon mal eine sehr gute Grundbasis hier mit den Monstern. Denn die verräterischen Schwerter sind weg. Und wir können jetzt einfach ganz gemütlich angreifen. Er legt keine Karten. Das ist in Ordnung. Dann greifen wir einfach ganz gemütlich mal an, hier würde ich sagen. Erstmal mit dem Verteidigungsmagier. Okay. Babuko, oder? Er kriegt keinen Kampfschaden. Na gut. Wir können aber trotzdem seine ganzen, ach, wir können die nicht zerstören. Ja, okay, okay. Gar nicht? Komm her. Probieren wir da. Ja, geht auch nicht. Ja, gut. Aber wir haben die wenigsten Karten aufgedruckt.
wissen wir wenigstens, dass er unter ist. Das ist schon mal ganz gut. Okay, was machst du im Angriff? Nö, hier magische Zylinder. Jetzt zack. Kriegst 300 Schaden. Zurück. Und wir gewinnen das Spiel. Ha, Bibel. Underwood. Damit hast du nicht gerechnet, ne? Gut, liebe Freunde, ich bedanke mich erstmal wieder, dass ihr dabei wart. Gebt dann wieder einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr es nicht mehr verpasst. Würde mich mega freuen, mich mega noch unterstützen. Würde mich mega freuen, wenn ihr es nicht mehr wieder dabei seid, wenn das heißt eine weitere Folge. Jojo. Dann bedanke mich erstmal und sag auf Wiedersehen. Ich habe gesehen, du warst noch nicht abonniert. Aber los jetzt!